Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Big Ambitions. Wir sind auf dem Weg in Ikabohak. Das ist ein Ausstattungsladen. Wir brauchen nämlich ein bisschen Möbel für unser Restaurant. Welches ist der Laden? Ist der hier um die Ecke oder ist das der Laden hier? Hä? Moment. Ach hier, da ist er. Ikabohak. Ja, oh, der Eingang scheint vorne zu sein. Und wir müssen dann auch, wenn wir Möbel haben... Wo geht's hier rein und warum läufst du so stotternd? Wo ist denn hier der Haupteingang? Ach, hier gibt's einen Kundenparkplatz. Alter, das ist ja gut. Ich hätte vielleicht doch mal Auto fahren sollen, ne? Bin ich der Sultan oder wie? Ach du Güte, das ist wirklich so ein Möbelhaus. Also, ja, es ist ein Möbelhaus. Ich hole mir mal einen Wagen. Kann ich mir den ausleihen? Da kann ich mich auch 8 Sachen drauf machen. So, wir brauchen ein paar Tische. Und die Auswahl ist riesig. Ach du Schande. Ich finde, wir sollten schon ein paar schicke Tische mitnehmen. Boah, ich bin völlig überfordert hier. Diese dunklen Tische gefallen mir gut. Oder weiß. Weiß ist immer schön clean. Ich glaube, wir nehmen das hier mit. Hier, wir nehmen weiß mit. Also, wir nehmen 2 Tische mit. 1, 2. Und 1, 2, 3, 4. Dann machen wir 3 Stühle an jeden Tisch. So, mehr kriegen wir nicht drauf. Wie geil ist das denn? Ein komplettes Ikea mit wirklich einer Möbelausstellung. Das ist ja geil. Und ich muss auch den beschissenen Gang hier laufen. Wo kann ich... Ach Gott, ist das groß. Hallo. Ist das nice gemacht? Das feiere ich gerade richtig. Ich hasse auch das virtuelle Ikea hier. Hier noch eine Portion Köttbullar reingezogen. Wie nice ist das denn gemacht? So. Wir brauchen ja was für einen Screenshot, ne? So. Geht das so? So. Fürs Cover. Ikabohak. Voll geil. Und ich habe einen neuen Wagen geklaut. Pass auf, jetzt gehe ich hier über die Grenze und die Räder blockieren. Genau, weil ich den Wagen mitgenommen habe. Man kann die Farbe noch ändern, okay. Ah, man kann die Farbe von den Tischen ändern, höre ich gerade. Ja, bin ich hier richtig? Warte mal ganz kurz. Ja doch, ich bin richtig. Ich bin nur einen Block weiter. Ach, wie schön. Das macht mir echt Spaß. Auch hier so diese ganzen Plakate und so ein Kram, ne? So, die haben zu. Muss ich hier eigentlich Warnungen? Ne, gibt noch keine. So, dann statten wir doch mal ein bisschen unsere Bude aus. Ich habe jetzt halt noch nicht andere Sachen geholt. Wir nehmen mal einen Tisch. Den stelle ich am besten so an die Wand ran. Am besten hier so. Also hier einen Stuhl ran oder so. Zack. Dann sitzen die daran. Dann haben wir einen Abstand. Passt. Hä, wieso ist der jetzt schwarz? Ich habe einen weiß gekauft. Okay, das ist wahrscheinlich der Grund. Nix, du sollst deine Karre abstellen. 1,
blöd, Mann. 2. So, und dann machen wir noch einen dritten so gegen vis-à-vis, ne? So. Ja, ist noch nicht so einladend, da fehlt halt noch ein bisschen was. Aber besser als nichts. So, dann fahren wir die Karre mal hier irgendwie. Hier hin. Die verschwindet ja eh. So, wir haben. Oh, ich habe mich eingepackt. So. Ah, man kann die Farbe der Tische ändern. Im Design-Modus. Wie geht das im Design? Innenarchitekt. Und wir könnten ja weiße Tische, schwarze Stühle machen, oder? Damit es nicht so düster wird hier in der Bude. Das machen wir. Oh, das kostet mich $30. Naja. Also dafür, dass ich jetzt $60 ausgegeben habe. Naja. War jetzt vielleicht nicht die besten $60, die ich investiert habe. Mein Auto steht auch noch, ist auch noch nicht geklaut. Oh, ist ein anstrengender Tag. Okay, pass auf. Wir haben keine Öffnungszeiten festgelegt. Wir machen morgens auf, oder? Wir machen einen richtig langen Tag. Wir fangen um. Ja, komm, wir pennen mal bis um 9. Ich müsste auch nochmal einkaufen, ich habe noch nichts zu essen da. Oder nichts mehr. So, dann stellen wir uns jetzt selber in den Burgerladen. Jetzt müsste auch langsam mal der... Haben wir das Recruitment Center noch? Warte mal, wir können ja mal anrufen. Wie viel haben wir denn? 9 Uhr, ja. Das war an Tag 15 und heute ist Tag 16. Ja gut, dann werden die sich am nächsten Tag hoffentlich, oder heute im Laufe des Tages hoffentlich melden. So, dann machen wir doch mal hier, machen wir mal auf, oder? So, von wann bis wann? Machen wir nicht so spät. Dann können wir abends noch was einkaufen. 11 Stunden, wir machen um 8 Uhr auf, dann können die Ersten sich als Frühstück einen Burger holen und ackern 10 Stunden. Ja. Moin. Na? Ich hab auf, Sie können reinkommen. Tische scheinen auch zu reichen. Die Wände und der Boden sind hier so hässlich. Du bist hässlich. Essen Burger und verschwinde. Ich glaube, ich muss das mal langsamer laufen lassen, dann sehe ich wenigstens, was die uns schreiben. Wieder hässlich. Was ist das für eine Unverschämtheit? Du kannst ja wenigstens sagen, dein Laden könnte aber ein bisschen schöner designt sein. Ich bin ein Jungunternehmer, ich muss gucken. Oh, ich finde keinen Platz für meinen Müll. Schlecht. Okay. Ich mache auf jeden Fall Mittwoch erstmal wieder zu und wir müssen am nächsten Tag nochmal hier zu Ikea. Oder beziehungsweise können wir hochgehen, wir müssen ja nicht zu Ikea. Ikea ist es ja auch nicht, das heißt ja nicht, ne? Ich finde keinen Platz für meinen Müll. Ich hole ja Müll. Okay, ich spule jetzt durch.
So, Feierabend. Dann füllen wir jetzt mal die Regale auf. Wie macht man das denn jetzt eigentlich? Kann ich jetzt hier irgendwie ranklicken? Er füllt es auf. Okay, nee, man muss anscheinend das auf eine Sackkarre packen. Also ich brauche Getränkedosen und Burger. Und dann muss ich schon wieder Burger besorgen, ne? Ja, dann, boah. Ja, wir haben nur noch 28 Burger. Nicht Lager verwalten. So. Ja, wir müssten eigentlich noch irgendwie ein Tablett oder einen Mülleimer. Ich weiß nicht, wo die das abgeben, ne? Die füllen sich von alleine auf. Ah, okay. Okay, dann müssen wir am nächsten Tag los. Ja, dann stehe ich früh auf und hole das. Das Geschäft ist schmutzig, surprise. Ja, dann putze ich da noch schnell durch. Als junger Unternehmer macht man ja alles gleichzeitig. Da. So, Laden ist durchgeputzt. Was hat sie noch an Lager da? Ja, noch genügend da. Perfekt. Das ist doch super. So, Papiertüten sind auch noch mehr als genügend da. Also Papiertüten, die verbrauchen sich nicht so schnell. Goodie, dann ab ins Bett, früh aufstehen, einkaufen gehen. Oder? Der junge Mann bekommt aber richtig schön lange Schlaf. Finde ich gut. Wenn es mal ein Leben mal so wäre. So, did you get a call from the bank? They must be shocked to see what's happening with your account. The way it's growing. You should find yourself a nicer apartment and buy yourself some really nice furniture. You deserve it. Nö. Brauche ich nicht. Wir müssen mindestens eine Stunde lang Videospiele zocken. Jawohl. Danke, Onkel. Okay, pass auf, dann holen wir mehr. Dann nehme ich jetzt mein Auto und wir fahren mal zu... Wir fahren nochmal zu Ikea, holen noch ein paar Sachen. Boah, das ist alles so wackelig. Ja, ja, ja. Ja, was ist denn? Ich bin... Passt schon. Oh, fuck. Ey. Wann machst du auf? Shit, kann ich im Auto eine Stunde warten? Schlafen. Mit laufendem Motor natürlich. Ich denke mal, so eine Stunde müsste lang, oder? Wann macht der denn auf? Um 10? Oh Mann! Die warten wir jetzt noch ab. Shit. Ich habe ein pinkes Auto, es fällt nicht auf, wenn ich da schief parke. Sexist, hat er das wirklich gesagt? Ja, hat er. Oh, oh, oh. Recruitment Center. Natascha. Ja, geil, du bist eingestellt, Natascha. Keine Reinigungsschichten. Teilzeit hoch? Teilzeit hoch? Wie Teilzeit hoch? Wie nur Teilzeit? Nee, ich brauche einen Vollzeitjob. Na egal, komm, du bist eingestellt. Passt schon. 10 bis 30 Stunden.
Wenn nicht, feuere ich es einfach wieder, wenn es nichts taugt. Oder sollen wir nochmal eine neue Anzeige schalten? Dann könnten wir die ja vielleicht in eine Schicht laufen lassen. Ah, wir gucken mal. Wir gucken später. Ich gehe jetzt erstmal hier einkaufen, was ich machen wollte. Hunger haben wir nicht. Was ist mit dem Satisfact? Achso, wahrscheinlich, weil wir keinen... Okay, wir brauchen einen Schreibtisch und einen Computer von Ikea. Ikea verkauft Computer? So, ich kaufe mir jetzt so eine Attrappe. Wo gibt's denn hier Schreibtische? Also, das ist die Wohnzimmerabteilung. Sind wir uns einig, ne? Das ist Küche. Ah, ich brauche ja so einen Wagen. Ich bin ja auch ein Horst. Aber wo sind denn die Schreibtische? Küche? Achso, wir könnten noch zwei Stühle mitnehmen, ne? Für unser Restaurant. Was wollten die noch haben? Musik und Mülleimer. Wo sind denn hier die Schreibtischabteilungen? Schlafzimmer? Hier, da, Schreibtisch. 2200 für einen Schreibtisch. Okay, wir nehmen hier die Gamer-Variante. 1000, ja, das passt für mich. Langt das? Ein Stuhl, oder? Ja. Und ein Computer. Einfacher Gaming-PC. Nö. Wo gibt's denn den guten Gaming-PC? Computer. Computer. Ja, dann gibt's halt einen einfachen Gaming-PC. Okay, wir haben noch 3 Plätze frei. Wir brauchen noch Abfalleimer. Wo gibt's denn Abfalleimer in dem Laden hier? Hab ich die übersehen, die Abfalleimer? Ist wie in Ikea. Ich kenne mich nie aus. Scheiße, ich will noch nicht bezahlen. Mülleimer, ich brauche Mülleimer. Ja, so finde ich ja auch nichts. Ist ja nicht so, als wäre mit Alten eine bessere Übersicht. Verstehe nicht in der Küche, oder? Oder wir kriegen keine Mülleimer. Wir müssen in den anderen Laden, ne? Ja, wir müssen in den anderen Laden. Wir müssen in diesen, wo wir am Anfang den Stuff geholt haben. Okay, komm, dann gehen wir jetzt bezahlen. Deko, wir können ein paar Pflanzen kaufen. Können wir Pflanzkasten? Nee. Können wir die kaufen? Pflanze mit hoher Vase. Gibt's denn hier irgendwie Deko? Oder sind das die Sachen auf dem Tisch? Hier sowas, wa? Aber das ist eine Schreibtischpflanze. Wir brauchen ja hier sowas und ein paar Palmen. Oh, sorry. Oder wir kaufen hier so einen Pflanzkasten. Ich gehe den schnell bezahlen, bevor wir erschossen werden. Bilder, auch noch Bilder, okay. Wo hat's denn hier Bilder? Sind das Bilder? Bilderrahmen. Haben wir jetzt einen dazu? Ja. Bilderrahmen haben wir. Was ist das hier? Lautsprecher. Ich nehme mal einen Lautsprecher mit, mal gucken. Vielleicht ist das ja genau das, was wir brauchen. Hallo, lass mich durch. Gehen Sie bitte weg. Okay. Wow, jetzt haben wir aber viel Geld ausgegeben. Und allein der Gaming-PC, ne? 1500.
So. Oh, sorry. Leichter Parkrempler. Ich sehe doch nichts. Passt das so? Ich sehe halt nichts, ne? Haken. So, ich hole mal ganz kurz von drüben. Eine Sackkarre. Ah, wir müssen einen Wochenplan erstellen. Moment, Mampf ist geschlossen. Warte mal, das machen wir gerade. Zeitplan. Natascha. Wir machen auf bis 18 Uhr. Ah, die will nur so kurz arbeiten. Dann lassen wir das auch so. Gut. Dann machen wir bis 18 Uhr, machen um 10 Uhr auf. Nicht in die Reinigungsstation, an die Kasse. So. Und wir machen. Zack. So, um 10 Uhr machen wir auf. So machen wir das. Der Mam 54. So. Moin, Natascha. So, jetzt laden wir kurz das Auto aus. Jetzt habe ich einen Gaming-Moment. Den normalen Stuhl. Nein, ich will nicht entsorgen. Um Gottes Willen. Kann ich das nicht darüber? Okay. Dann bringe ich erstmal einen Teil ins Apartment und dann bringe ich das rüber. So, den Schreibtisch. Den machen wir hier und das Licht. Passt zwar nicht zur Ausstattung, aber das ist mal wurscht. Den Gamingstuhl. Was haben wir jetzt hier noch drin? Zwei normale Stühle, die müssen wir rüberbringen. Und dann holen wir den Rest aus dem Auto. Hey, nimm die Sackkarre mit. Wir haben noch was zu erledigen. So, dann bringen wir den Gaming-PC erstmal hoch. Gaming-PC platzieren. Nice. Dann holen wir uns... Machen wir die Deko nochmal im Laden. Ey, 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 nicht mich überfahren. So. Ein Pflanzkasten. Platzieren. Wir haben noch keine Mülleimer besorgt. Ein Lautsprecher. Platzieren. So, damit die Gäste ein bisschen beschallt werden. Und einen Bilderrahmen. Hallo? Wieso geht es da nicht hin? Irgendwas ist gerade sehr... Jetzt. So, haben wir das auch. Die lassen wir hier stehen. Ah, der Laden hat zu. 18 Uhr. Gehen wir kurz nochmal durchwischen. Wo ist denn der ganze Dreck? Kann man highlighten irgendwie, wo der Dreck ist? Da. So, der Laden ist sauber, aufgefüllt ist auch. 19 Uhr werden wir nichts mehr einkaufen können, ne? Keine Abfalleimer und so weiter. Ja, dann Zeit zum Zocken, würde ich sagen, oder? Zwei Stunden. Okay.
Hey kid, I talked with a good friend yesterday. Name is Gary. He owns a drive-in wholesale store down in the industrial area. They sell stuff in big chunks, but a lot cheaper. Mhm. You should bring a car. It's too far to walk. Okay, mit dem Auto zum Großhandel fahren. Mach ich dann. Jetzt müssen wir erstmal schlafen. So. Okay, $95. Frühstücken. Oh, wir müssen dringend einkaufen. Wir haben nicht mehr allzu viel da. Ich hole jetzt erstmal. Was haben wir Donnerstag? Ja. Ich hole jetzt erstmal die Abfalleimer noch. Und dann fahren wir zum Großhandel. Ach, guck mal hier, meine Laune ist wieder oben. Sehr gut. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn man nichts isst und nicht zockt oder sowas, ob es dann irgendwie blöd ist. So, wo habt ihr Abfalleimer? Habt ihr Abfalleimer? Ihr habt gar keine Abfalleimer, wa? Shit, ihr habt keine Abfalleimer. Puh. Wo kriege ich jetzt Abfalleimer her? Bürobedarf eventuell? Oh, da kommt nichts dazu. Personal, Großhandel. Ja, Einrichtungshaus sind wir ja gerade. Wo kriege ich denn Abfalleimer her? Ich dachte, das kriege ich hierher. Baumarkt? Wo haben wir denn Baumarkt? Was hier? Bundessteuerbehörde. Okay, das könnte auch noch interessant werden, dass wir dann verhaftet werden, ne? Warte mal. Der eine Einrichtungsshop ist da und der andere ist da. In der U-Bahn runterfahren, dann rüberlaufen? Ach, Quatsch. Joggen, joggen, joggen. Hoffentlich kriegen wir Abfalleimer da. Wenn nicht, nehme ich hier einen von draußen. Da stehen ja welche rum. Ach ja. Es wird echt Zeit, dass wir dann die, dass wir die automatische Befüllung kriegen, dass ich nicht hier ständig die Stadt renne wegen irgendwelchen Ressourcen. Zup. Jokotech. Hat er Disketten als Symbole? Guck mal, den Eckladen könnte man auch kaufen später mal, wenn wir hier richtig Kohle gemacht haben in dem Spiel. Was? Fragwürdige Verträge? War da eben? Okay. Ach, ich bin vorbeigelaufen, ne? Das ist ja der Großhandel, wo ich hinfahren soll mit dem Auto. Verdammt. Ja. Geil. Ich bin jetzt zu dem anderen Marker gelaufen, da hätte ich mir den mal markieren müssen. Wir fahren ja mit dem Auto runter. Das ist diese Gelatscherei. Ich meine, ich bin wahrscheinlich in der besten Form meines Lebens. Was ist das hier eigentlich? Im Fadenkreuz? Die Fahndung schon. Ey, ey, ey! Ich bin Fußgänger. Ich hab Vorfahrt. Oh, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Guten Tag. Ich brauch Sachen. Der hat jetzt aber gefühlt nichts Besseres als der andere Laden, oder? Weinregal, Zigarrenregal, Backwaren, Hotdog. Industrie, Industrie-Kaffeemaschine. Ich sehe auch keinen Abfall. Mülleimer. Sehr nice. Mülleimer.
Sollen wir zwei mitnehmen? Wir nehmen mal zwei mit. So. Dann haben wir unsere letzte Aufgabe für heute, oder? Okay. Ich dachte, das blaue Symbol wäre geschlossen, aber... So, hier eine Rückgabe. Und... Da eine Rückgabe. Perfekt. So, ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Der Burgerladen brummt und hat kaum noch Waren da. Nur noch 12 Burger. Ich muss einkaufen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.